Da habe ich nicht einmal gefilmt, weil da habe ich dir die Hand gegeben. Du musst umsteigen und dann stehst du jetzt genau da, wo wir stehen. Und jetzt müssen wir aus den Eisen raus, jetzt müssen wir umbauen in unser Kletterzeug. Das ist alpines Bergsteinschwesterherz. Aber es sind eh schöne Tritt geschlagen, gell? Steiles Geil, sagen sie immer. Richtiger Genuss da. Richtiger Genuss. Ja, herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf alpine Momente. Hinter mir einer der formschönsten Berge und der bekanntesten Berge in ganz Österreich. Es handelt sich dabei um die große Bischofsmütze, die man von rundherum kennt, die auf zahlreichen Postkarten ein Motiv darstellt, die der König des Gosakams ist. Ich wollte den Normalweg auf die große Bischofsmütze eh schon seit langer Zeit einmal gescheit verfilmen. Es gibt ein altes Video von mir, aber da habe ich noch nicht mit euch geredet. Das Ganze machen wir heute. Und zwar, meine Schwester ist dabei. Es ist richtig eine alpine Tour, die wir da jetzt heute gemacht haben, weil der Zustieg hat es doch sehr in sich. Ja, wir können einfach nur sagen, bergheil bleibt's geil und viel Spaß mit diesem Video im Gosakam. Ja, es ist der Herz. Jetzt sind wir da bei den Hofalmen. Und jetzt gehen wir zuerst einmal Richtung Hofbürgelhütten rauf. Da geht es da ganz gemütlich weg. Ist da vorne noch eine Ehe angeschrieben. Ja, die Hofalmmuschi ist auch schon da. Aber wir gehen einmal zur Hofbürgelhütten, links weg über den Bach. Weißt du, Schwester, da ist mir heute voll frei. Weil wir am Berg gehen? Nein, nicht weil wir am Berg gehen, das auch. Aber weil wir zwei heute miteinander auf die Mützen raufgehen. Und das ist schon was Besonderes, wenn du da eben bist, auf den Berg raufgehen. Mhm. Einer der bekanntesten Berge von ganz Österreich, aufgrund seiner Form. Und das ist eigentlich für jeden Bangauer auch schon was Besonderes, wenn du da mal auf der Mütze oben bist. Na, heute haben wir uns so einen 100er Tag ausgesucht. Mhm. Wird richtig lässig. Ich glaube, die Hofalmmuschi geht auch mit. Gehst du mit auf die Mütze? Die tut Spuren. Die kommen eh vom Rettenstein, die Karo und ich. Ja, Hofalmmuschi. Weißt du uns den Weg, Hofalmmuschi? Was ist denn da? Hä? Was ist da? Ja, was ist da? Was ist da? Ja, was ist da? Mau. Das, was du da heute siehst, das ist das Moser Mandl. Da ist ein Klettergarten. Und wir gehen da außen um. So, da sind wir ein Hech vor der Hofbürgelhütte. Die Sonne ist auch gerade rausgekommen. 50 Minuten brauchst du rauf, wenn du gemütlich gehst. Direkt da vorne. Das Panorama hat einen Traum. Da vorne seht ihr den Rüttelstein. Das ist der Torstein, der erste vorgelagerte Gipfel von den drei Spitzen im Dachsteingebirge. Da geht es noch ein weiter um in Gosakam. Da vorne das markante. Das ist sicher, das ist der Steigelkogel und links davon ist die Armkorwand. Stimmboss, ja. Da vorne ist der Steigelboss und direkt vor der Theresa das Moser Mandl und hinten die Bischofsmützen. Wird es eh nicht zum Schneemobahn heute? Ja, nein, nein. Aber es schaut schon ziemlich abbau aus in der Mützenschlucht. Genau in die Schwarten müssen wir nachher auf dem rechten Gipfel. Schaut schon gut aus, gell? Wir hätten auch rechts vom Moser Mandl vorbei, da wo das Schotterviertel ist, und links rauf, da gingen die Einheimischen gingen da rauf, aber der Normalweg, der Normalzustieg, führt da hinter der Hofbürgelhütte rum und dann steigst du da vorne noch
rechts auf und zu. Und ja, wir machen da jetzt einen auch einen Normalweg, weil die Geschichte durch den Schoder ist erstens ein bisschen abenteuerlich, wissen wir nicht genau, wie es ist. Und mit den Pfützmoser wollen wir uns auch nicht vergrämen, dass da nicht jeder aufhatscht. Ist ja nicht zu viel, gell? Genau. Ja, und Hofbürgelhüttner, der Heinz hat die gepachtet, der hat da die ganzen Routen da beim Moser Mandl eingebaut. Hofbürgelhütten zugehören zwei Zimmer aus. Heinz ist Bergführer und Bergretter in Pfützmoos. Und der hat generell im ganzen Gosau gekommen, hat der extrem viel saniert. Also damit die ganzen Routen jetzt dann so einfach geklettert werden können, das hat man alles dem Heinz zu verdanken. Also der hat da echt nachhaltig was hinterlassen für die Nachwelt. Die Hütten stehen auch voll schön da. Ja. Und da vorne, sag ich dir was, das ist der Kampel. Ja, genau. Sechsten, das aber Kampel. Das Mini-Kretzer, ja? Ja, genau, das ist das Kampel. Recht hast. Fesche Skitour. Ja. Ich tue zwar nicht Skitouren gehen, aber ich sag's euch, fesche Reis. Ja, du gehst mit den Schneeschuhen drauf, gell? Da unten ist übrigens die Auem. Da hat es bis vor ein paar Jahren eine Zufahrt gegeben und das ist halt bei uns auch immer öfter der Fall, dass solche Zufahrten in den Berg gesperrt werden. In dem Fall ist es so, dass da unten Viecher sind und ja, wie es halt bei Viechern so ist, die sind halt neugierig und da hat es ein paar Beschädigungen bei Autos gegeben und durch die Vollkasko-Mentalität der Menschen, wenn irgendwas ist, nachher wird ein Schuldiger gesucht. Und in dem Fall ist es halt einfach so, dass die Leute nicht einsehen, ja, Pech gehabt, auf eigenes Risiko aufgefahren, sondern dann hat halt der Besitzer mit Anwaltsschreiben zu tun gehabt. Schade für die, die gerne auffahren, aber ja, so ist es halt im 21. Jahrhundert. Ufer, bis zu den Knöcheln. Stark. Wenn du fliegst bis zur Nase. Entweder wir gehen jetzt da vier in die Schorten, wo der Schnee ist, oder da durch den Schoder rauf. Aber das ist jetzt ein alles in der Sonne. Und darum würde ich vorschlagen, wir machen da jetzt eine Pause im Schatten. Da setzen wir uns jetzt einen Helm auf. Wir sind auf 1950 Meter. Und dann schauen wir, wie wir raufgehen, bzw. wie viel Schnee noch ist. Weil vielleicht ersparen wir uns den ersten und zweiten Vorbau. Und dann können wir überhaupt weit rauf in die Mützenschlucht mit den Eisen gehen. Auf jeden Fall hört es einmal ein bisschen stärken und dann geht's los. Dann wird ernst aus der Sache. Geh, Schwesterherz. Juhu, wir gehen am Berg. Ah, das klingt aber jetzt schon ein bisschen skeptisch. Nein. Nein, gut. Das wird dir voll taugen. Jetzt kriege ich meinen Helm nicht auf. Ich glaube, ich muss mal zum Campen, ich muss schnell campen. Du hast den Kampen mit. Das? Ja, drum beim Kampen. Ich komme gleich wieder. Was ist ein Kampen auf Deutsch? Dass die Zuschauer verstehen haben. Jetzt muss ich zur Bürste rüber, mich bürsten, ne? Ja, also schaut es aus, da hinten ist Kampen. Heiß ist es, gell? Mhm. Also da unten sind wir jetzt raufgekommen und da bei den kleinen Punkten, da geht jetzt dann die richtige Kletterei los, rauf in die Schlucht. Oh, Fisch. Fisch.
erster Vorbau. So ein, so zwei Gelände da rauf. Immer die grünen Punkte anhalten. Ja, zwischen dem ersten und zweiten Vorbau, da geht jetzt der zweite Vorbau los. Geht normalerweise rechts, aber da ist in der Schlucht noch schöner Schnee. Und da werden wir jetzt mit Steigeisen raufgehen, weil fahren war es zumindest sowieso die sichere Varianten, wenn wir durch Schneeviertel mit Eisen gehen. Von daher können wir gleich da jetzt mit den Eisen losstapfen. Aufpassen auch, wo du hinsteigst, gell? Und wegen Eis da auch aufpassen, dass du da nirgendwo reinsteigst, weil sonst rutscht du da. Ja. Aber da kommt man oben schön zu. Jawohl. Ja. So. Das ist die Frage, wir müssen zum ersten Stand dazusteigen, beziehungsweise da ist die Viererstelle ist unter dem Schnee, aber da machen wir Stand, so geht es da um. Ja, das war jetzt einmal ein alpiner Zustieg, oder? Ja. Da habe ich nicht einmal gefilmt, weil da habe ich dir die Hand gegeben, dass da umgehen müssen auf dem Schnee. Der hat sich da verkeilt, musst umsteigen und dann stehst du jetzt genau da, wo wir stehen. Das heißt, wir haben die Viererstelle geschafft. Da unten geht die Viererstelle rauf und da haben wir uns jetzt an, bei einem Stand gesichert. Und jetzt müssen wir aus den Eisen raus, jetzt müssen wir umbauen in unser Kletterzeug. Das ist alpines Bergsteinschwesterherz. Und aufs Klo kann man gehen, aber aufs Klo kann Frau nicht gehen. Ja, da hängst du nachher rein, da sichert dich und dann lässt es gleich laufen. Er muss das Hosenloch beziehen. Ich habe heute nicht mein Kletterwindel. So, machen wir uns ready, weil hinter uns sind Verfolger. Juhu. Juhu, wir gehen auf den Berg. Und aufpassen, was du angreifst, da ist extrem viel Bruch. Gell? Ja. Was ich mich erinnern kann, geht es da jetzt links raus, wo wir da sind, wo ich glaube, dass wir sind. Ja, sind wir richtig. Das ist eher eine einfache Seillänge, da ist nur 2er Gelände. Ah, da ist schon der Stand, ein paar Meter noch, dann hole ich die rauf. Ja, ja, eben, dann passt das eben mit dem Stand Seil frei, weil dann können wir sonst. Genau. Ja, wenn das Seil zerknudelt ist, der Reser, mit der Selbstsicherung hängst du sonst nachher zu. Bist du? Und dann tust du unten, wo du mit dem Seil, der Achter drinnen ist, machst du da auf. Weißt du, weil da haben wir nachher ein Ende. Ja. Du weißt schon, was ich meine. Aber sehen wir schon. Ja, genau. Ich gehe weiter zum Stand, gell?
da mit Bremsen da ausgeben, gell? Gut. Ist ganz eine einfache Seillänge. Das heißt, nicht übertreiben, aber ich kann ja großzügig weitergeben. Ja. Und gell, da liegt echt so viel Dreck herin, das kannst du einfach nicht ganz vermeiden, den Schneeschlag. Das ist nur die Querung. Nein, ich brauche halt noch einen Haken. Da wäre es jetzt dann praktisch gewesen, wenn ich meine mobilen Sicherungen mitgenommen hätte. Ah, ja, ja, passt. Bin genau in der Route. Da kannst du dann sogar nach dem Schnee die Eisen gut ausziehen. Sollte ich die einmal umholen zuerst? Oder sollte ich die gleich vorsteigen? Wenn du herum bist. Ja, passt. Dann hole ich die zuerst um. So, ich habe einmal einen Stand, das Seil kannst du freigeben. Kann nichts passieren, bis ich hätte. Aber es sind eh schöne Tritt geschlagen, gell? Ja, ich bin es halt gewohnt. Nein, geht gut. Ja, Wetter halt. Ja, es ist diesig, aber es sind keine Querwolken oder irgendwas. Wetter passt gut. Ja, steil ist geil, sagen sie immer. Jo, siehst du, Herz. Wenn du die Seillänge schaffst und die wirst schaffen, dann kommst du auf die Mützen auf. Fürs Runterkommen musst du eine Scheiße kriegen, oder? Genau, so ungefähr. Nein, das ist jetzt ein Dreier, aber. Das schaffen wir alles. Da liegt es voll weit unten im Schnee. Ja. Weißt du nicht auswendig, wie um die, aber so 30 Meter. Die ist auch 30. Aber danach wird es einfacher und geht zur Scharten rauf. Und fühlt sich nur 1 und 2 und so. Genau. Dann ist eine mit Latz 2 plus. So. Schau, da, kannst, da ist ein schöner Griff. Aha. Dann steigst du da rauf. Dann bist du eh schon da herum. Da ist dann schon wieder einfacher. Da ist dann Gehgelände, dann ist der nächste Absatz, ist auch wieder so ein Dreier. Und nachher geht es in die Scharten.
Stand. So, jetzt geht's in die Scharte. Im Schnee brauchst du keine Eisen anziehen. Weil ich hab die am Seil genau. Aber auch super, oder? Die Mützen für uns ganz allein. Ich schätze mal, dass die Hützmoser Bergretter waren wegen einem Sonnenwind gestern schon oben. Jetzt dann werden die heute nicht mehr raufgehen. Da steigst du nachher einfach raus. War gestern schon Sonnenwind? Nein, aber Samstag, da haben wir uns das Feier. Ah, da war. Ein Bauhaft, oder? Ja. Das hätte ich auch. Gestern um. Ja, da wo der Schoder ist. Es ist schon eben. Sehr cool. Warte mal. So richtig Olympplatz. Naja, das ist doch ein Dreier. Eins und zwei. Ja, von unten sind wir nicht da ausgeschaut. Und bei dir? Da lege ich jetzt zwei Seilingen zusammen. Schwerer wie 3 minus wird es da jetzt nicht mehr, gell? Aber kommt noch mal. Ja. Aber genieß es dann. Ja. Ja. Und da sind ein paar lockere. Ja, da ist was. Schlaghacken auch. Da bin ich mit dem Bohrhacken her. Da war jetzt so ein Zwischenstand, aber da gehe ich gleich weiter. Brauchst du nicht, ich weiß, dass es ja ausgeht. Richtiger Genussdorf. Richtiger Genuss. Stand! Geht alles schön zum Aufkraxeln. Ja, gescheiter Bruchhaufen da.
Ja, jawohl. Sehr gut. Hey. Ich sag dir nachher, wenn du nachkommen kannst, gell? Mhm. Ich gehe am Grat rechts raus, weil da ist schöner. So, was sagst du da, Herzer? Krass, Alter! Bischofsmütze mit Handschuhen, Bicki! Juhu, wir sind am Berg, oder? Juhu, sind wir um. Gewaltig. Gewaltig. Super. Gratuliere, feste Herz. Voll gut gemacht, Herr. So schön. Ich hab, glaube ich, die Bischofsmützen schon von 50 Berg gesehen. Weil irgendwie überall siehst du, egal wo du bist. Aber so habe ich es noch nie gesehen. Ja, jetzt sind wir da, gell? Ja. Und schaut sich gar nicht so aus, als ist ein Schulterbruch. Jetzt, Traum, der König des Gosaukamms. Am König des Gosaukamms sind wir ganz allein. Ja, jetzt sind wir da eben herum. Das Panorama ist halt heute ein bisschen schade, gell, dass es so diesig ist. Aber trotzdem ein Traum, weil Gosau kommen und doch schnell sehen wir alles. Ja, und ich meine zum Teil, man kennt ja eh die Berge vom Sehen her schon, aber eben vor allem die Bischofsmützen, die siehst du überall, überall. Und jetzt einmal da oben sehen. Und ich meine, die sehen wir ja. Ja, sicher. Die ist ja nicht im Ding, ja. Ja, die Pause war gut, oder? Aber wir werden uns jetzt nicht weiß gut wie lange aufhalten, weil der Papa schnitzt den Grill und auf das freuen wir uns besonders, gell? Jetzt mit dem Panorama verabschieden wir uns von euch vorerst einmal. Und Abstieg werdet ihr ein paar Aufnahmen sehen. Theresa wird abgeseilt, ich seil mich dann selber ab. Und unten gibt es wie immer Resümee zur Tour. Das sind halt alpine Berge da jetzt gerade, gell? Das ist voll zum Aufpassen. Ja, wir gehen jetzt da seilfrei runter zur Schorten. Das Geländer ist nur eins. Du musst aufpassen, dass du halt aber nur die da, festen okay? Sachen angreifst. Ja, genau. Da. Nein, geht da am Grat. Ah ja, falls du zuschaust, Christian, ein schöner Gruß. Geht raus an dich, wir haben uns gerade eingeschrieben. Im Gipfelbuch und haben gesehen, dass du auch gestern herum warst. Haben wir uns natürlich auch eingeschrieben als EMA. So schaut's aus. Ja, also da oben habe ich jetzt noch mal gar nichts mehr gefilmt. Der Akku ist schon ziemlich am Ende. Auf jeden Fall sind überall Abseilstände eingerichtet. Ich glaube, das sind 30 Meter maximal. Wir gehen jetzt noch über den ersten Vorbau runter. Und dann machen wir unten noch ein Resümee. Ja, wie ihr seht, sind wir wieder gut herunten. Jetzt wird es Zeit für ein Resümee mit der Rese zur Tour auf die große Bischofsmütze. Erzähl einmal, du hast ja am Anfang Angst gehabt vor dem Steinschlag, gell? Ja. Wie siehst du das jetzt? Gehen wir da noch ein bisschen Schatten, oder? Bitte füllen wir mal die ganzen Blumen da, das, weil das keiner dazu gesagt hat. Ja. Das ist das reinste Blumenparadies. Ja. Oben ist zwar kein einziges Blüm mehr oben am Gipfel, ja. Aber es ist voll schön. Ja. Ja, ich habe dich gestern auch noch mal wegen dem Steinschlag drauf angeredet. Ja. Und es ist schon zum Aufpassen, gell? Also, ohne Helm bitte nicht, aber das darf man am Donnerkugel auch nicht. Aber, Nein, aber das was hast du. Ja, genau, jetzt hat das Problem. Das Problem ist, das ist voll der. Schon der. Bruchfels oder wie man das sagt. Ja, Bruchhaufen ist das. Es geht voll viel runter, es sind voll viele Steine locker und es ist auch eigentlich bevor es richtig losgeht, bevor es zum Kraxeln ist, ist so ein steiler Hang
mit Schultern. Allein wenn du gehst, da kannst du sehen, dass der da schon runterrumpelt und der ist da 200 Meter unten. Also es ist einfach selber aufpassen, wo du hinsteigst, ja, und dass du möglichst wenig da loslässt. Und ganz vermeiden kann man es nicht. Nein, es ist so. Wir waren ganz allein unterwegs, ohne, also es waren oben keine Leute. Ja. Und man hat schon hin und wieder ein bisschen was rumgekehrt, wo einfach ein bisschen was runter ist. Ja. Aber aufpassen, dass man selber nichts lostritt und, keine Ahnung, da kennst du mehr aus wie ich, wenn da jetzt viele Leute unterwegs sind, die mal Abstand halten, gell? Ja, in Zeiten von Corona sowieso. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie man das tut. Nein, es lässt sich auf der Mützen einfach nicht vermeiden und das ist das große Problem, weil das so ein Schotterhaufen ist. Also da geht einfach irgendwas an, leider, am Normalweg. Und das ist auch der Grund, warum wir heute so früh gegangen sind. Ich schaue immer, wenn ich Mützen gehe, dass ich der Erste bin, der da rauf geht. Ich möchte keine andere Seilschaft von mir haben. Bis jetzt ist immer so aufgegangen, heute ist auch so aufgegangen, aber heute ist überhaupt noch nicht aufgegangen. Wahrscheinlich, ja, weil es doch sehr alpine Verhältnisse sind. Der Christian, Nachbar, war eben gestern oben, Sonnenwind, Feier, eben uns unten oben auf der Mützen. Ansonsten, wie hat der Berg Tag? Ja, voll klasse. Voll klasse, jetzt kenne ich ihn einmal von oben und nicht von jeder Seite, von rundherum. Voll gut, ja. Ja. Ist schon was Besonderes, gell? Ja, ist was Besonderes. Ja. Nein, ich gehe da auch immer wieder gern auf. Ich weiß jetzt nicht, 7-8 Mal oder so, darf die Hürze insgesamt oben gewesen sein. Auch wenn ich es seilfrei aufschaffen würde, ich würde mir immer ein Seil mitnehmen zum Abseilen, weil ja, es ist ja halt doch einiges locker da drinnen. Und heute war es mit Schnee auch so eine Sache, ja, sowieso. Du kannst alles sehr gut durchsichern, Bergrettung, Fützmoos bzw. der Heinz Sudra von der Hofbürgelhütten. Die haben das da gemeinsam echt super schön abgesichert. Der Klemmblock, der große, der ist weggesprengt worden vor ein, zwei Jahren einmal. Und ja, von daher, die Routen hat sich nicht weiß gut wie viel verändert. Ich glaube aber, dass die letzte Seillänge da nach der Dreier-Seillänge jetzt dann einfacher geworden ist, aber ich traue mir es nicht zu sagen, ich bin jetzt echt schon eine Zeit lang nicht mehr oben gewesen. Ja, 7,5 Stunden steht in der Topo drin, dass die Tour dauert, früher losgehen, gell. Mhm. Genug viel zum Trinken mitnehmen. Und vor allem, wenn du früher losgehst, dann bist du auch lange im Schatten. Das war heute auch gut, gell. Mhm. Ja. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, unten eine ins Kommentarfeld. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren, graue Glocken aktivieren, schaut euch auch mal die Kanalmitgliedschaft an. Wenn ihr im Vorfeld bereits auf die Videos Zugriff haben wollt. Ja, willst du noch was sagen? Ja. Ja, sag. Ja, geil. Bleibt's geil. Ciao. Sehr gut.